EHC 2023, europäische IPSC-Meisterschaft? Oder wie würdest du dazu sagen? Europameisterschaft IPSC 2023, ja, EHC, das klingt schon ganz gut. Und Area 1 und 2 haben wir gestern schon besprochen, und vorgestern. Ja. Jetzt sind es noch 2 Tage, bis es für dich losgeht im IPSC Classic Team, im deutschen Team. Ja, obwohl, ja, richtig. Und wie sieht es denn für dich aus? Was hast du in Area 3 so gesehen, was für dich interessant wäre? Also was für mich auf jeden Fall interessant war, was das Area 1 und 2 auf jeden Fall näher und kompakter ist wie die Area 3 und 4. Die Area 3 und 4 geht immer ein bisschen bergauf. Dass man auch bergauf laufen muss. Es sind weitere Distanzen da. Also weiter, ich denke, die Maximaldistanz sind bei dem ganzen Match 23 Meter. Was? 25 Meter? Ja. Ja. Die 23 Meter sind 4 Scheiben. Es ist der Cooper-Tunnel dabei. Es ist Schießen mit der schwachen Hand dabei. Es sind breitere Ranges. Also man kommt auch ein bisschen, es ist mehr sportlich gefordert, was voll zu unserem Sport gehört und was ich auch gut finde. Ja, ist auf jeden Fall, ich denke, die schwierigen beiden Areas als 1 und 2. Ich denke, 1 und 2 sind einfacher. Kompakter, schneller. 3 und 4 ist mehr Präzision, mehr Ausdauer. So würde ich es jetzt mal über den Daumen zeigen. Auch eine interessante Kombination. Etwas längere Stages, heißt etwas mehr Ausdauer, doch in 20er-Sekunden-Bereichen. Richtig. Und dann gleichzeitig auch noch Präzisionsplast. Ja, ich bin weiter interessant. Schauen wir mal auf die Stage Nummer 13. Die Nummer 13 ist ein Short Course und ein Short Course, der auch gleichzeitig Weekend geschossen werden muss. Genau. Da, also im Booklet, in der Vorbereitung, in der Veröffentlichung, der ersten Veröffentlichung, war es ja noch aus einer Box, 12 Schuss aus einer Box. Sieht mittlerweile komplett anders aus wie auf dem ersten Bild. Können wir gerade auch hier gut sehen, wenn wir die Luftaufnahme im Vergleich zum Booklet sehen. Genau, bei sehen. Der Luftaufnahme sieht man, es ist kein Viereck mehr, sondern es ist jetzt wieder ein L oder ja es ist ein L zum Laufen. Das ist so eine klassische Designated Area, das ist alles gut. Und man hat 2 volle Positionen. Das macht auch Sinn, weil der Classic und der Revolver auf jeden Fall, also die Classic und der Revolver auf jeden Fall nachladen müssen. Ja. Und 12 Schuss aus einer Position ist auch regeltechnisch ein bisschen schwierig. Und so ist es auf jeden Fall sauber gelöst. Ich finde es ein bisschen tough. 4 Popper, Mini-Popper mit dahinter einer Stahlplatte Weekend schießen zu lassen. Also das geht, klar. Es wird gefordert, es ist wie immer für alle gleich. Ich finde das aber eine der blödsinnigsten Aussagen. Ja, es ist für alle gleich. Es ist zwar scheiße, aber für alle gleich scheiße. Es ist eine Herausforderung. Genau. Es ist eine Herausforderung. Es ist eine Challenge. Das ist auch definitiv in Ordnung. Aber ich hätte Weekend was Einfacheres gemacht, was Schnelleres gemacht, weil es muss nachgeladen werden mit den 4 Poppern, Mini-Poppern, auch auf 10, 12 Metern und einer Hubscheibe dahinter. Machen auch viele Production-Schützen Reload, das heißt, sie müssen die Waffe übergeben in die schussstarke Hand, Reload machen, zurück über die, in die schussschwache Hand, neue Zielaufnahme. Das sind auch Sachen, die diese Stage in die Länge ziehen und Zeit haben sie ja nicht. Deswegen hätte ich was Einfacheres gemacht. Hätte die Popper vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten, dafür 2 große, die anderen Scheiben ein bisschen näher, nichts Bewegliches, was Schnelleres, hätte auch die Spreu von weit, aber sie ist trotzdem schießbar, sie ist gut. Für mich ist es eine sehr coole Stage, Stronghand, Weekend finde ich ein bisschen tough. Und hier nochmal zu diesem Umbau, den wir aus dem Booklet gesehen haben, der dann doch im Match etwas anders ist vom Stage-Design. Das ist ja vollkommen im Bereich des Regelwerks. Das erlaubt das Regelwerk. Klar, was du vorher veröffentlicht, sie kann ganz andere Stages veröffentlichen. Ja. Es muss vom Pre-Match, also es muss vom Main-Match immer gleich sein. Im Pre-Match darf man Details verändern. Wenn Sicherheit oder was nicht gewährleistet ist, darf man in einem Pre-Match, während eines Pre-Matches, vor dem Main-Match, darf man Sachen verändern. Wenn die Europameisterschaft vollkommen andere Stages veröffentlicht hätte sie es machen dürfen. Ja. Also es steht nirgendwo, dass man das machen darf oder ob muss, soll oder ob man diese Stages der Wahrheit entsprechen, die man veröffentlicht. Also ist einfach eine grobe Richtlinie. Nein, es ist Gutwill vom Veranstalter. Wird gemacht. Manche machen es, andere machen es nicht. Ja, also schauen wir mal weiter auf die
Stage Nummer 14. Stage Nummer 14 ist ein Medium-Kurs, symmetrisch aufgebaut. Genau. Und hier muss man zurücklaufen. Richtig. Also entweder man startet vorne. Rechts vorne, links vorne. Ja. Und gibt es hier eine Tendenz von deiner Seite her, die du empfehlen würdest, so oder so zurückzulaufen? Ja, links oder rechts sind der Laden unterschiedlich nach. Dadurch ist es dadurch immer ein bisschen vorgegeben oder sinnvoller, in der jeweiligen Ecke zu starten. Es gibt die Wohlfühlseite, wie man sich umdreht und zurückläuft. Dadurch, denke ich, werden die meisten links starten. Die Rechtshänder sind und die meisten Linkshänder werden rechts starten. Aber ich war nicht drin, aber ich glaube nicht, dass es Vor- und Nachteile da drin gibt. Ansonsten ist Medium-Kurs, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, Medium, 24 Schuss. Ja. Und man kommt ums Eck vorne, hat eine mittlere Position mit 4 Stahl-Mini-Poppern, ja, die auf ungefähr 12 Meter stehen, würde ich sagen. 12, auch, 13 Meter. Auch wieder ein Stahlkugelfang dahinter, wie bei der Weekend Stage. Genau. Dass, wenn man am Stahl vorbeischießt, dass man trotzdem ein Plingen hat. Und das ist halt oftmals verwirrend, weil man das Klingeln hört und meint, man hat getroffen. Das gleich vorab, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es gibt ein paar Popper, die direkt dahinter eine Stahlscheibe haben und deswegen bimmelt es, als ob man einen Stahl getroffen hat. Also es hört sich ein bisschen anders an, wenn man dann drauf achtet, hört man auch den Unterschied, aber man sieht es halt vor allem bei der Weekend nicht stauben und kann dann sagen, okay, ich muss weiter rechts, mein Schuss muss weiter rechts oder mein Schuss muss weiter links. Weil die Treffer hinter den Stählen, die zu analysieren, also zu sehen, ist ein bisschen tricky. Und das Gleiche eben auch hier wieder. Auch da, ja. Stahl aus der mittleren Position. Genau. Kann man nur von dort schießen? Kann man nur von dort schießen in dem Fall. Und dann auch die zwei Targets auf der Position, die jetzt beschossen wird, ja, auch die sind nur von einer Position zu beschießen. Immer über Kreuz, ja. Ja. Mhm. Nee, finde ich eine coole Stage. Ist halt mit allen 4 Positionen immer anzulaufen, ist für Linkshänder, Rechtshänder komplett gleich. Ja. Gibt jetzt nicht viel Variation, du kannst links oder rechts starten, aber ist cool. Man sieht hier, auf der rechten Position muss man nicht ganz so tief ins Fenster gehen. Wenn man die rechte Schlussposition, da sieht man die Targets. Sparen oder so, ne? 1-2 Meter, okay, sieht man etwas früher. Deswegen hat vielleicht der ein oder andere Schütze auch in Kauf genommen, von links zu starten als Rechtshänder. War aber relativ angenehm zu schießen. Ja. Lange Scheiben sehen wir gleich nochmal in der Headcam. Auch da sind aber, wie lang ist die Range? Die ist jetzt. Die Range ist von hinten sehr lang. Die ist 35 Meter lang. Ich schätze auch, dass die 10, 15 Meter länger ist. Ja. Ne? Die Stage ist jetzt nicht komplett auf der kompletten Länge aufgebaut. Aber nee, wenn man jetzt so den Fokus von den ersten 2 Tagen hat, ne, und da die Eindrücke hat, die Stage ist dann wiederum weiter. Ne? Da muss man halt dann auch aufpassen und wirklich sein Speed darauf anpassen, welche Target-Distanz ist. Ne? Nicht auf die Stages anpassen, sondern auf die jeweiligen Zieldistanzen. Hier sehen wir es nochmal im Walkthrough, die Positionen der Targets. Das lange Target, jetzt diese Doppelscheibe, ne? Ja, genau, ist ungefähr 20 Meter, vielleicht sogar etwas über 20 Meter, mit einem kleinen No-Shoot dazwischen. Mhm. Relativ konservatives No-Shoot, kommt nicht wirklich ins Spiel, wird nicht wirklich sehr dominant wahrgenommen vom Schützen. Dann hier eben die Zwischenposition und jetzt die Position, in die man nicht ganz reinlaufen muss. Okay, sieht man das von der vorletzten Position, wenn man sich ganz nach links dreht? Ja. Leider nicht. Man muss einen Schritt dazwischen machen. Vor allem auch, um dann die 25 Meter oder 20 Meter Ziele zu bekommen, in denen ja die meisten Schützen doch eher einen relativ guten Stand bevorzugen. Ja, macht ja auch Sinn. So. Jetzt kommt gleich das Startsignal und go. Jetzt geht's los. Hier auch wieder sichere Richtung, ganz hoch die Waffe. Ja. Oberkante Kugelfang ist der Sicherheitswinkel, wenn ein Schuss bricht. Das ist ja auch immer so eine Sache. Die Oberkante sind immer die Seitenkugelfänge, was ja sehr, sehr flach ist. Aber nur im Fall eines gefallenen Schusses. Ne? Also wenn er über diese Seitenwelle drüber schießt, habt ihr den Sicherheitswinkel gebrochen. Wenn ihr nur drüber fahrt, ohne dass ein Schuss bricht, das finde ich eine sehr faire Lösung. Finde ich schön.
finde ich immer. Wurde gar nicht so gebrieft? Ist das allgemein so gewünscht oder? Ich habe das so als, mir haben das die RO so mal erklärt, hier auf dem Match. Würde auch von dem einen oder anderen etwas anders ausgelegt öfters mal, ne? Keine Ahnung. Also ich habe das so als die Regel für diesen Area oder für diese Stage, für dieses Match so okay, auch erklärt gut, bekommen. Wo es ja dann doch etwas kritischer wird, ist mit Finger im Abzug beim Laufen. Ja, da hat es auch einige erwischt, dass sie es war ein Thema. Ich habe auch ROs diskutieren hören, dass ROs, die ich jetzt kenne oder die ich von unseren Matches habe oder von unseren Matches in Deutschland kenne, dass die einige nicht-europäische ROs da, ich sage jetzt mal, belehrt haben und gesagt haben, was Schieß im Laufen ist, was Laufen ist und was Finger im Abzug ist und was nicht. Also da gab es, auch da wird diskutiert unter den ROs. Ja, wir haben wirklich auch internationale ROs hier. Also Asiaten groß, da und sowas, ja. Asiaten, Australier. Ja, aus Südafrika. Aus auch, Kenia, aus Kenia. Uruguay. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Jetzt geht's weiter auf eine Stage, die ein Shortcourse ist. Das ist jetzt sehr interessant. Wir haben ein tiefes Fenster, was entweder von vorne geschossen werden kann oder auch von hinten. Und hier müsste man sich zwischendrin abbücken oder in die Hocke gehen. Es geht bergauf, das sieht man so ein bisschen. Ja. Man sieht, wie lang diese Stage ist, weil es sind da auch wieder 10 Meter Scheiben und wie weit vorne die Stage in der Range angebaut ist. Also das sind lange Dinger, da hätte man viel weitere Sachen machen können. Die sind aber dafür, diese Stages sind so echt lange Schläuche, die sind dafür nicht wirklich breit. Ja. Aber man hätte auch mal mit Gewalt so eine 40, 45 Meter Popper reinbauen können. Wobei das mit diesem, da ist immer so ein Hügel drin, ja. Das wird schwierig, aber... Und hier jetzt eben auch, die Stage ist genau auf diesem Hügel. Genau. Es geht etwas bergab in der einen oder anderen Position, etwas bergauf in der nächsten. Ist natürlich von der Balance auch wichtig, ne? Auch. Würdest du hier sagen, man startet eher links-rechts oder rechts-links? Kannst du da was erkennen vom Video her? Gar nichts. Was ich jetzt hier so sehe, ist ja, dass man... Die tiefen Fenster durch auf weite Distanzen schießt. Also da muss man natürlich aufpassen, dass man diese Wand nicht kaputt schießt und durch die Wand einen Target-Treffer hinkriegt. Was natürlich dann immer blöd ist, weil der Schuss kann einem abgezogen werden, weil sie es verifizieren können. Und ansonsten, ja, es ist so eine Standardsache. Ich weiß jetzt nicht, ob der Stage-Designer sich das überlegt hat, dass man das immer nur von zwei Positionen schießen kann, von hinten durch und dass man sich nicht die Scheiben anlaufen muss. Aber ganz normal, ganz normales Ding. Also das passt schon. Wow, das ist aber sportlich. Ja, eben hier, wenn man diese zwei Positionen vereinen möchte in einer und keine dritte Position aufmachen möchte. Ja, und nachher Startsignal vielleicht noch umfällt, das ist, ja. Schauen wir gleich mal, was die Headcam zeigt. Es geht gleich los. Werden wir nochmal sehen, wie das Fenster wirklich rüberkommt aus der Sicht des Schützen. Hier das tiefe Fenster. Ja. Und das tiefe Fenster wird dann jetzt eben zweimal genommen und dadurch spart man sich eben diese drei, vier Meter nach vorne und wieder zurück. Ja. Das ist... Ja. Und du hast, aber man darf halt das Risiko nicht vergessen, wenn man da durch das Holz schießt oder durch dieses Fenster und beschädigt da was an der Stage, dass der Schuss abgezogen werden kann. Und da werden sie, wenn das passieren kann, relativ schnell diese Ecken abkleben mit Klebeband, dass sie es genauer verifizieren können. Und sie werden auch zur Not täglich diese Latten erneuern, um sicherzugehen, dass da keiner einen Vorteil hat vom ersten bis zum letzten Tag. Was jetzt... Das ist top, richtig. So muss es gemacht werden. Ja, sehr fair auf jeden Fall. Die ROs hier auch wieder auf der Stage. Ordentliches Team. Und da geht auch wirklich nochmal der Dank raus an das Team. Hier haben wir 35 Grad teilweise. Ja. Die Sonne knallt runter und die Range Officer machen hier einen exzellenten Job. Ja. Sind auch sehr freundlich alle miteinander. Also, das ist immer sehr, sehr gut. Und sind wir immer wieder zu Dank verpflichtet und sagen es leider immer viel zu selten. Genau, deswegen an alle Range Officer da draußen. Vielen Dank. Vielen Dank, ja.
Genau, hier die zwei Scheiben, die Hardcover gefährdet sind, eben durch die Shoot-Throughs, die möglichen im Holz oder auch in den Wänden. Dort wurde eben sehr genau drauf geachtet und das ist auch vollkommen richtig. Ja, das ist eine Sache, was es meiner Meinung nach machen müssen. Ob die Nasenspitze Richtung 90 Grad zeigt oder Richtung 0 Grad, da kann man jetzt drüber diskutieren. Kann ich mir auch wieder tierisch drüber aufregen, aber das ist egal. Das ist jetzt was mit den Wänden, da hast du sonst wirklich einen Vorteil als einer, der später schießt. So, Stage 16. Stage 16. Ja. Was sehen wir hier? Hier sehen wir eine Stage, die vorne verbunden ist, ähnlich wie die Stage Nummer 14. Ja. Allerdings kann man hier vorne von rechts nach links laufen. Das heißt, die letzten Positionen sind sehr nah zusammen. Ja. Dort werden vielleicht auch wird der ein oder andere Reload gefordert. 24 Schuss wieder. Und in dem Fall ist die Startposition auch wieder hinten. Wir sehen es jetzt gerade. Also die Stage habe ich ein paar Mal angeguckt, weil da bin ich ja der Stage-Sponsor. Ah ja, genau. Und habe mich dann da so aufgeregt, dass man, wenn man da jetzt das Target, was wir jetzt da sehen, das erste Target da links, wenn man das nämlich schießt, schießt man dahinter in meinen Banner rein. Mhm. Dementsprechend habe ich mir die Stage angeguckt. Es starten halt alle hinten, gehen nach rechts, schießen hinten im Stehen, hinten rechts im Stehen, schießen in Mitte, schießen links im Vorlaufen. Also ich habe kaum jemanden, also ich habe ehrlich gesagt gar keinen wahrgenommen, der rechts da vorne gelaufen ist. Die Variation wird ein bisschen genommen durch diese Hardcover-Scheibe hier. Die zweite Hardcover-Scheibe, wenn man links nach vorne geht, die möchte man natürlich in 3 oder 4 Meter Distanz viel weil sie schwerer ist, okay, eher schießen als von hinten auf einer 10 Meter Distanz. Ja. Okay. Sieht vielleicht bei Production Optics oder bei Open anders aus. Aber sie von vorne zu schießen, dass man nach dem mittleren Fenster oder nach dieser vorletzten Position nochmal nach rechts rüber geht, sieht man sie gar nicht. Auch ein guter Punkt, jetzt wo du sagst. Also, dass ich rechts nach vorne gehe und dann so, also dieses U, was das seitlich verdreht ist, dass ich links vorne entlade, war keine Option. Das ich war nicht drin, deswegen frage ich so. Habe ich in dem Moment gar nicht dran gedacht, muss ich ehrlich sagen. Müsste man wirklich nochmal schauen, inwieweit die verdeckt ist. Von der Wand. Und für mich jetzt so aus dem Bauch raus, linkes Target, die zwei nahen Targets, die wir jetzt sehen. Ja. Halbscheibe auf nah, ein bisschen im Losdingsen. Die kann man im vollen Schweinsgalopp nehmen, im Anbremsen oder im Loslaufen. Und dann von rechts nach links durchgehen. Jetzt ist die Frage, wie weit man nach links gehen kann. Die steht wirklich etwas weit hinter der Wand. Ich glaube, da muss man nach hinten laufen, um sie zu sehen. Ja. Auch hier diese Scheibe, Target Array, Target Penalty Target auf 2 Meter, da wird es mit Sicherheit No-Schutz geben. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, wie die vom Abkleben her war. Ich denke, da war das ein oder andere Loch im Weißen. Genau, und das ist eben auch das, wenn man hier zu defensiv schießt, verliert man wertvolle Zeit. Definitiv. Es sind 2 Vollscheiben auf 2 Meter, auch wenn da ein Penalty hängt. Und das sollten halt auch Löcher in den Alphas sein. Ne? Vollkommen richtig, ja. So, Stage Nummer 17, Tisch ablegen, alle Magazine auf einem Tisch, Waffe auf dem anderen Tisch. Also das ist auch ein sehr beliebter Start in Griechenland, liest man hier so raus. Ein exzellenter Aufbau. Also die macht wirklich Spaß zu schießen. Ist eine sehr, sehr schöne Stage, obwohl sie viele Positionen hat, sehr dynamisch. Und dort wird sich, glaube ich, auch die Spreu vom Weizen trennen. Es ist sehr flüssig zu schießen. Ja, es ist halt kurze so, Distanz. Dass in der rechten Wand, wenn man es jetzt hier sieht, in der rechten Wand, ist eine Wand drin, also man muss rechtes Target und das linke Target im Vorlaufen schießen, man kann das nicht umdrehen. Das ist das, was ich eben auch gesagt habe, dass es so ein bisschen rechtshandlastig ist. Du kannst nicht rübergehen und in der Mitte beide Targets schießen oder umgekehrt schießen, sondern du musst in die Mitte gehen, um das linke Target zu schießen und siehst es auch von rechts und das rechte siehst du nur von hinten. Ich habe die Stage andere Leute schießen sehen und ihr habt es jetzt so gemacht, dass ihr viel im Stehen geschossen habt. Das ist mir jetzt aufgefallen. Alle anderen sind da viel mehr an den Fenstern ran. Und das, was ich gesehen habe, sind mehr an die Fenster ran. Haben Waffe, Magazine. Wie rum ist letztendlich egal. Man muss hinten rechts auf dem Target anfangen. Und das, was ich gesehen habe, erstes Target hinten rechts, zweites Target im Vorlaufen, dann an eines der Fenster und ist an der mittleren Position mit der Scheibe mit Penalty oder sogar 2 Scheiben mit Penalty dran vorbeigelaufen und dann zur jeweiligen letzten Position. Und ihr habt es meines Erachtens besser gemacht. Ihr habt euch die richtigen Positionen gestellt, habt 6 Schuss geschossen, habt euch dabei bewegt und habt dann die Ziele beendet. Also es ist einfacher gehalten. Unkomplizierter, schaut nicht so dynamisch aus, schaut nicht so spektakulär aus.
aber ist der sichere und, glaube ich, auch der schnellere Weg. Ja. Relativ ruhige Stage eigentlich, wenn man es dann sieht. Man kann sie aber viel hektischer schießen. Mhm. Also das, was ich gesehen habe, war das viel mehr Running and Gunning und spektakulär und sah auch auf den Videos viel besser jetzt aus wie das, was wir jetzt hier im Videomaterial haben, weil halt viel mehr Bewegung drin ist und viel spektakulär und im Laufen und drüber und dran vorbeilaufen und nochmal zwei ganz schnelle Schuss und da in die Mitte hinstellen, 6 Schuss schießen, in die letzte Position, Stahl aus der Scheibe Schwinger oder Stahlschwinger. Manchmal ist einfacher, einfach mehr. Keep it simple. Ja, genau. So, jetzt sehen wir es nochmal von der Ich-Position. Headcam hier genau Headcam abgelegt, in dem Fall genau. Magazine rechts, glaube ich, abgelegt. Genau, rechts. Nein, abgelegt. Ist egal, kannst du machen, wie du willst. Ja, in also dem Fall, ich habe mich entschieden, rechts abzulegen, erst die Waffe aufzunehmen. Du hast dich entschieden, die Waffe zu holen. Ja. Viele andere holen Magazine, gehen zur Waffe, nehmen die Waffe in der Hand, nehmen dann die Waffe, ich sage jetzt mal, unter mehr Zeitdruck auf, weil sie das Magazin ja schon in der Hand haben. Ist Geschmackssache, bringt jetzt nichts schneller, langsamer. Würdest du da nicht eine Empfehlung aussprechen können? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte keine Empfehlung aussprechen. Es ist Geschmackssache. Du darfst ja hier mit beiden Händen die Waffe aufnehmen, weil es ja nicht Strong Hand Weekend ist. Mhm. Deswegen ist es so, wenn du das Magazin bereits geholt hast, hast du die eine Hand einfach schon voll und kannst die Waffe nicht anheben, um sauber einen perfekten Griff zu kriegen. Die Kehrseite ist die andere Seite, du nimmst sie einfach schnell in die Hand, schiebst das Magazin rein. Es ist Geschmackssache und es bringt nicht wirklich viel. Es ist halt so, wenn ich die Waffe mit beiden Händen aufnehmen kann, habe ich sie schöner in der Hand und es fühlt sich besser an. Ich kann es so nur korrigieren, wenn ich sie scheiße in der Hand habe. Und das Magazin stopfe ich halt vom Reload, habe ich es ja auch oft genug falsch in der Hand, stopfe ich halt dann rein. Vielleicht auch nochmal ein Stückchen mehr Sicherheit, kann das sein? Mental auf jeden Fall. Mhm. Mental auf jeden Fall mehr Sicherheit, weil du dich einfach besser fühlst. So. Waffe aufnehmen. Ja, auch mit zwei Händen, wie ich gesagt habe, ja. So. Kein Spare-Magazin dabei, es sind 12 Schuss. Macht Sinn. Startest mit 15, du hast letztendlich nur eine schwere Scheibe, weil sie sich bewegt. Du kannst vielleicht auch einen zweiten Schuss für einen Popper brauchen. Ist eine Sache, wo... Entschuldigung, bin immer noch ein bisschen krank. Wo es Sinn macht, nur ein Magazin mitzunehmen und sich die Zeit zu sparen, bevor man nochmal an den Magneten geht und das Magazin da dran macht und. Einfach Magazin nehmen, vielleicht ein Hundertstel mehr Fokus aufs Korn und den Stahl umzuschießen und einfach mit 15 Schuss, 12 Schuss Wertungstreffer fabrizieren. Mhm. So, der Cooper-Tunnel. Das ist eine sehr DQ-lastige Stage auf dieser Europameisterschaft, weil der erste Cooper-Tunnel nach 8 Schuss erfolgt. Und viele Schützen dann sagen, nach 8 Schuss schmeiße ich mein Magazin raus. Meine Empfehlung ist hier, nicht nach 8 Schuss nachzuladen, sondern nach 12. Oder mit der Production sogar es so zu machen, dass ich immer mit einer vollen Waffe oder einer Standard mit der vollen Waffe durch den Cooper-Tunnel gehe. Weil immer, wenn man Richtung Magazin greift, auch wenn man sich den Plan macht, ja, man greift im Tunnel nicht nach dem Magazin und dem ganzen anderen Kram, ist nach dem Startsignal dann oftmals anders ist. Deswegen schieße ich meine Waffe leer nach dem Cooper-Tunnel, versuche so zu laden, dass ich mit einer vollen Waffe durch den Cooper-Tunnel durchgehe. Ich weiß, mit der Classic ist es immer noch ein bisschen schwerer, mit der vollen Waffe durchzugehen und danach eine Zielaufnahme, einen Schuss zu haben und nicht den Reload zu beenden oder ähnliches. Mhm. Und hier ist es eben beim ersten Cooper-Tunnel für die Rechtshänder durch den Cooper-Tunnel durch. Er ist zwar hoch, aber trotzdem, du musst dich abknicken. Da ist es natürlich schnell, dass du die Waffe irgendwie so vor die Brust nach unten nimmst, dann bist du schon bei 80 Grad. Da hat es einige erwischt. Deswegen viel Fokus auf die Winkel machen, auf Ankommen und nicht nur auf einen guten Stage-Score, sondern dass man das Ding wirklich auch beenden kann und nicht rausgenommen wird. Hier in dem Fall sogar 2 Cooper-Tunnel in Stage Nummer 18 in dem Long Course. Ja. Und auch wenn man nicht so tief runter muss, es gibt eben, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die zwei Varianten, entweder danach oder davor.
zu laden. Ja. Du sagst besser danach. Ne? Ich sage nicht laden in den Tunneln. Okay. Und damit ich meinen Fehler nicht mache, zwinge ich mich darüber, dass ich nach dem Tunnel noch ein Target schieße und dann 3-4 Meter habe im vollen Laufen, wo ich nachladen kann. Ich glaube, ich habe dann 6 Schuss. Da kann es dann halt passieren, dass ich eben das Magazin ausschmeißen muss, weil ich ja nur 10 im Tank habe. Aber ich würde schon irgendwie probieren, dass ich nicht in der Nähe der Tunnel nachladen muss. So, Target. Du schießt sogar noch die weiteren Targets dazu und dann machst du diesen Reload. So, nach dem Tunnel auf einer relativ kurzen Position. Genau, relativ kurze Position, Tunnel. Da ist die Frage, ob du nicht schießt, erstes Magazin 10 Schuss oder du hast sogar 14 Schuss gemacht, ob du nicht lieber 10 Schuss machst, den Reload machst, die ersten 2 Scheiben schießt, durch den Tunnel durchgehst und die ganze Stage mit einem Magazin. Mhm. Ich weiß nicht, ob es von den Schüssen durchgeht. Jetzt den Reload machst, 2-4. Sehen wir es gleich durch. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ich hätte nach 10 gereloadet und hätte in keinen der beiden Cooper-Tunnel nachgeladen. Musst du nicht, aber du überlistest dich im Prinzip selber, dass du nicht aus der Szene, obwohl du erst nach dem Cooper-Tunnel nach dem Magazin greifen willst. Ich mach's, also ich hätte es mit der Standard zugeschossen, wie ich gerade gesagt hätte. Weniger Risiko, doch an ein Magazin zu greifen. Denkt dran, nimmt vielleicht die Cappies ab, dass er ohne Cappies schießt. Schaut, dass er nicht irgendwas dran hat, dass er irgendwie hängen bleibt. Zur Not auch mit einem In-Ear-Gehörschutz schießen, nicht mit einem Kapselgehörschutz, was euch lieber ist. Man muss aber auch dazu sagen, gerade für die großen Leute, der Cooper-Tunnel ist sehr hoch, also echt gut. Die Caps abnehmen, damit man mehr... Dass du halt, wenn du so läufst, dass du nach oben mehr sehen kannst, wenn du dann eine Cap hast und siehst du das, dann ist es halt doof. Aber es ist Geschmackssache. Wenn du dich mit deiner Cappy wohlfühlst, machst... Eben fürs Sichtfeld auch. Ne? Man sieht auch gerade, dass dann viele Schützen zu früh aufstehen und dann die letzte Latte noch mitnehmen. Die letzte Latte ist immer die gefährdete. Ja. Und gibt natürlich auch direkt minus 10 Punkte. Ja, ist wie ein No-Shoot. Also das ist echt teuer. Und achtet halt drauf, gerade, also Pre-Match ist es ja nicht ganz so, aber Main-Match, achtet da drauf. Die ROs machen einen Bombenjob. Die stehen den ganzen Tag in der scheiß Sonne rum. Da ist halt mal schnell ein Ablauffehler, ein Miss. Und dann kriegt er nicht minus 10, sondern minus 15. Ist auch passiert. Ohne jetzt einem RO einen Fehler zu unterstellen. Darum geht es nicht. Mhm. Checkt eure Tablets. Wenn ihr mit eurem PIN-Code das Tablet unterschreibt, ist das Scoring beendet. Es gibt keiner mehr ein oder so. Damit ist es fertig. Ihr müsst es prüfen, dann drückt ihr auf Enter, dann müsst ihr das auch nicht abfotografieren oder irgendeinen anderen Blödsinn. Ihr gebt euren PIN ein und es ist fertig. Du kannst es nicht mehr kontrollieren, es ist vorbei. Und dann kontrolliert, ob das euer Name ist, ob die Schusszahl stimmt, sagt das Tablet das sowieso. Ob es ein Miss ist oder doch ein No-Shoot oder ein Ablauffehler drin ist, was ein D ist, achte da drauf. Weil wenn es abgeschickt ist, ist es abgeschickt. Okay. Dann ist es euer Fehler, wenn ihr es nicht richtig kontrolliert habt. Ist auch so, dass der RO das an der Stage gar nicht mehr ändern kann. Der braucht einen... Der kann das natürlich schon ändern, aber wenn du deinen PIN eingegeben hast, kannst du der Rangemaster ändern. Genau, das meine ich. Nach der PIN-Eingabe kann es nur noch der Rangemaster... Ja, nach dreifacher Bestätigung, ja. Also das ist ein riesen Ding. Und dann geht im Stats auch die Alarmglocke an, dass da jemand was macht. Also auch der Stats-Officer kriegt dann die Nachricht, dass der Rangemaster was ändert. Also, dass da jemand bescheißt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen ist es eure letzte Verantwortung, das zu kontrollieren und abzuschicken, weil der Rangemaster wird nicht 2000 Scoresheets aufmachen und schauen, wem er jetzt da vielleicht noch irgendwas reindrücken kann. Es ist nämlich nicht so. Es ist auch so, es wird ja alles gelockt. Jede Änderung wird gelockt. Mit Uhrzeit und ist nachvollziehbar auch. Ne? Und der Rangemaster muss seinen Sicherheitspin eingeben. Mhm. Es ist nicht so, dass du, wenn du dieses Rangemaster-Tablet kriegst, dann mal munter irgendwelche Ablauffehler verteilen kannst. Du brauchst dann auch noch seinen Pin dazu. Mhm. So, bis hin, dass du der Software sagen kannst, dass wenn du das machst, ein Foto von dem gemacht wird, der den Pin eingibt. Das ist technisch alles da. Wahnsinn. Also auch schon ein sehr faires System und sehr, sehr wenig Möglichkeit, dort irgendwie was zu manipulieren. Es schaltet halt die menschliche Komponente aus, nochmal einzugeben, nochmal den Score zu lesen, nochmal einzutippen. Das sind halt einfach nochmal Fehlerquellen und das hast du da nicht mehr.
Du hast jetzt nur noch den Fehlerquelle-Aufschreiber. Und da musst du ja kurz schauen, ob er es richtig gemacht hat. So wie du deinen Namen lesen musst. Und bei 24 Stages wäre es auch mal cool, wenn man sieht, ich schieße Standard, ich schieße Minor oder ich schieße Major oder ich bin Lady oder ich bin Super Senior, dass man das halt mal anschaut. Und nicht nur am Start im Equipment-Check oder beim Chrono. Auch nochmal wichtig, dort zu überprüfen, was steht eigentlich drauf, steht Major, Minor drauf oder wenn die Munition gezogen wird. Das ist natürlich auch nochmal sehr interessant. Was auch ein Punkt ist, du hast jetzt hier einen digitalen Equipment-Sheet. Wenn du jetzt da drin stehst als Standard Minor, schießt aber Major, sagst, das müsst ihr aber ändern, dann ändern die das. Dein Equipment-Sheet, auch wenn der digital ist, wird aber nicht mehr geändert. Dann lesen die dich 24 Mal falsch vor und du denkst dir, hast du schon geändert. Wenn ihr ein Scoresheet unterschreibt und ihr findet es nicht, lasst euch stehen, lasst es euch nochmal zeigen, stehe ich jetzt als Minor oder Major drin. Zur Not musst du eine andere Page aufmachen, dass du wirklich siehst, was live im Scoring drin ist. Dann könnt ihr das dann nochmal kontrollieren, wenn ihr eine Veränderung habt, und dann ist es sauber. Wenn ihr zwei Waffen anmeldet, das habe ich gestern erst nochmal gesehen, fragen sie an jedem Tag, ob du immer noch dieselbe Waffe schießt. Die lassen sich nochmal kurz die Seriennummern zeigen, sagen oder ähnliches. Es ist alles schön smart. Ich finde es smart, wie das Match gescored wird. Optimal. Ja, ist gut. Vielen Dank soweit. Stage 16, die Sponsor-Stage von dir, ja. CZ ja. Custom bzw. CZC Europe. Richtig. Auch hier wieder der Hinweis, wenn ihr die Waffen vom Patrick Kummer Probe schießen wollt, es gibt die Möglichkeit hier auf der Europameisterschaft. Ja. Können wir schaffen, sagen wir es mal so. Und es gibt auch die Möglichkeit in Deutschland. Ja, das auf jeden Fall. Da ist noch viel einfacher. Klar. Auf dem einen oder anderen Wettkampf einfach mal auf ihn zugehen, wenn Interesse besteht. Oder auf ccc-europe.eu. Ah, sehr gut. Kann man sich mal einlesen. Das sind jetzt noch die alten Modelle drin. Die neuen Modelle sind jetzt erst in Deutschland angekommen, sind gerade durch den Beschuss. Und da wird jetzt soon as possible die Homepage überarbeitet mit den neuen Preisen, mit den neuen Modellen, mit den alles, was neu und neues Spielzeug und, da. Und neu heißt in dem Fall neue Oberfläche oder was hat sich verändert? An den Waffen? Ja. Ja, wir haben die Waffen waren vorher briniert, jetzt haben wir sie nitriert. Das ist halt, kostet halt auch Geld. Ansonsten haben wir noch eine Variante, die ein bisschen billiger ist. Mit einer festen Visierung, wie jetzt die Konkurrenz ja auch hat, die keine vollverstellbaren Visierungen hat. Da kann man Geld sparen, das haben wir auch gemacht. Haben eine feste Visierung verbaut. Da kann auch nichts kaputt gehen, das ist immer der Vorteil bei den festen Visierungen. Und ansonsten haben wir jetzt alles da, alles lagernd für den kompletten europäischen Markt. Und sehr schön. Ja, das klingt doch gut. Wird geschmiedet, Bull Barrel und eine eigene Griffergonomie auf dem Brünner-System. Richtig. Die Griffergonomie inspiriert von Angus Hopdale, beziehungsweise sogar umgesetzt. Alles, ja. Und made in USA. Richtig, made in USA. Und jetzt hier in Europa verfügbar, wer Interesse hat. Ansonsten bei Trainingsfragen meldet euch beim Patrick. Richtig, gerne. Und für die Europameisterschaft nachbesprechen, dann meistens nach deiner Schießzeit, oder? Ja, also ich fange Montag früh an und höre Donnerstag mit der letzten Dings aus. Also ich bin in der Dofi-Squad, die auf Tag 1, Schießzeit 1, auf Stage 1 anfängt und am Ende letzte Schießzeit am vierten Tag auf Stage 24. Also ich glaube, ich finde meine Stages. Das heißt, du schießt bis zum Ende des Wettkampfs Freitagabend durch? Nee, Donnerstagabend. Donnerstagabend, mein, okay. Mein Pausetag ist der Freitag, also da bin ich auf jeden Fall im Sponsorzelt anzutreffen. Falls es irgendwie blöde Fragen oder blöde Antworten gibt, die kann ich da geben. Blöde Antworten ist mein Ding. Super, das ist auf jeden Fall was. Da kann man doch dann was lernen. Und wenn es nur auf Augen ist. Wenn es auf Augen ist, genau. Vielen Dank dir und wir sehen uns demnächst auf Area 4. Bis dann. Ciao.